jetzt das Jens Niedal-Journal mit Ursula Schmidt und Abderrahman el-Malik. Guten Abend. Unsere Themen heute sind: Tiger ist aus dem Berliner Zoo geflohen und wurde in einer Berliner Grundschule gesichtet. Nein, das ist ja gruselig. Furchtbar, Ursula. Oh Mann. Kreative Basteltipps für zu Hause. Wir stellen die Mitarbeiterin der Woche vor. Und Bericht von der Schulleitung. Wir liefern Tipps und Tricks aus dem Kochstudio. Und natürlich das Wetter. Wir schalten jetzt direkt zu unserer Reporterin vor Ort. Guten Abend, Friederike. Guten Abend, Abdulrahman. Wir sind jetzt hier live in der Jens-Dieder-Grundschule und haben die Anna vor Ort. Wie war das denn jetzt mit dem Tiger? Das war ganz schlimm, das war wirklich schlimm. Das sollte eigentlich keiner erleben. Die sind panisch weggerannt. Zum Glück, das muss ich Ihnen wirklich sagen, ist der wieder im Zoo. Zum Glück, wir haben es geschafft. Aber es war schrecklich. Sind Sie sicher? Jetzt ja, danke. Okay, danke schön. Wir schalten zurück ins Studio. 3, 2, 1. Hallo, ihr seid auf Sendung. Oh, krass. Komm, wir sind auf Sendung. Komm hoch. Wie gut, dass nichts passiert ist in der Schule. Ja, kein Kind verletzt. Fantastisch. Wir schauen mal, was die Bastin Heike für uns vorbereitet hat. Hallo meine Lieben, heute möchte ich gerne was Neues zeigen, und zwar wie man aus Strohhalm ein Armband bastelt. Wie ihr sehen könnt. So, also dazu braucht ihr, kommt auf die Dicke drauf an. Entweder ihr nehmt 4, 5, 6 oder ihr nehmt weniger, das ist egal. Dazu braucht ihr das Backpapier. Wir legen die Strohhalme genau in die Mitte. Haltet es gut fest. Wir klappen das Backpapier rum. Ihr müsst dabei aufpassen, dass die Strohhalme nicht verrutschen und schön zusammenbleiben. Dann nehmen wir das Bügeleisen. Vorsicht dabei, nicht die Finger. Und bügeln so, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal drüber. Lassen es ein bisschen abkühlen. Zieht es dann vorsichtig auseinander, das Backpapier. So, dann ziehen wir es ganz vorsichtig ab. Moment. Ah, heiß. Schön aufpassen. Ja. So. Bisschen abkühlen lassen. So, die Enden, die schneiden wir ein bisschen gerade ab, damit es schöner aussieht. Okay. Dann brauchen wir einen Locher. Und wir lochen da die Löcher rein. Aufpassen. Einmal. Zwei. Die andere Seite genauso. Einmal. Und wieder zwei. So. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr euch jetzt Schleifenband nehmen oder ihr nehmt euch nur Geschenkpapier oder ihr nehmt euch selber Wolle. Ist mir egal. Und dann fädeln wir das hier durch. Warte. Einmal. Und zweimal. So. Und dann, wie gesagt, könnt ihr euch das, ich nehme mal den anderen Arm dafür, so wieder schön rumwickeln. Mhm. Festmachen mit einer Schlaufe oder Schleife, ist mir egal. Ihr könnt auch Gummi benutzen, wenn ihr möchtet. Das ist vielleicht noch besser. Okay. Ja? Also ihr könnt es auch mit den anderen, ihr könnt es auch mit anderen Farben machen, mit Neonfarben, mit gestreiften, mit dicken, dünnen. Ist mir wurscht. So wie ihr es gerne haben möchtet. Also wie gesagt, habt viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Action!
Na, dann bedanken wir uns mal bei der lieben Heike, denn die hat uns auch Armbänder zugeschickt und die sind sehr schick, nicht wahr, Abderrahman? Wundervoll, super. Genau. Vielen Dank, liebe Heike. Und nun? Nun lernen wir die Mitarbeiterin der Woche kennen. Mal sehen, wer es die Woche ist. Viel Spaß. Hallo Kinder, heute lernen wir die Dagmar etwas näher kennen. Hallo Dagmar. Hallo Eileen. Was sind deine Tätigkeiten in der Schule? Meine Tätigkeit ist zurzeit, ich bin in der Lerninsel mit 3 Lehrern noch zusammen und wir fördern nochmal zusätzlich die Kinder. Warum arbeitest du gerade hier? Ich bin jetzt hier, glaube ich, 26 Jahre und ich fühle mich wohl. Ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. Sehr schön. Und wir haben noch ein paar Zusatzfragen für dich vorbereitet. Genau, da kannst du eins ziehen. Ein unerwarteter freier Tag. Wie möchtest du ihn verbringen? Oh wow, das ist ja richtig toll. Also ich glaube, ich würde ihn, wenn es Sommer wäre, in meinem Garten verbringen, die Füße in kaltem Wasser haben und mich bräunen. Das hört sich ja gut an. Nächste Frage. Wenn du mega viel Geld hättest, was würdest du dir gönnen? Oh, das fällt mir richtig schwer. Ich glaube, ich würde mir ein kleines Häuschen in der Karibik kaufen. Oh, nicht schlecht. Das hört sich auch gut an. Das war's auch schön. Danke, Dagmar, dass du hier warst. Okay, ich danke euch auch. Ne? Wir schalten zurück ins Studio zu Abdul. Und Action. Das ist aber mal was Neues von der lieben Dagmar. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich auch gar nicht. So, und nun haben wir einen Bericht von der lieben Schulleitung. Ja, hallo, wir sind live bei Frau Deutscher im Büro. Hallo, Frau Deutscher. Hallo, Eileen. Ich habe eine Frage. Die Schule hat ja schon letzte Woche begonnen. Gibt es denn jetzt Aktuelles zu berichten? Ja, seit Montag sind die 5. Klassen hier und seit heute die 1. Klassen und die Jüngklassen. Darüber freuen wir uns total. Es hat super gut geklappt. Mit allem, was wir uns vorgenommen haben, die Kinder haben Abstand gehalten, haben sich super gut benommen und ich glaube, die meisten waren auch von den Kindern froh, dass sie wieder hier sein können. Vielen Dank, danke, dass Sie dabei waren. Und jetzt schalten wir zurück ins Studio. Action! Ja, liebe Gabi, Ursula, ich glaube, einige von unseren Zuschauern fragen sich, wo diese leckeren Kekse herkommen. Vielleicht von Eileen? Aus dem Kochstudio, genau, da schalten wir jetzt hin. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen bei unserer Kochshow. Auf Wunsch von euch machen wir heute was Süßes und das geht ohne Backen. So sieht es aus, das sind Eierplätzchen, gefüllte Eierplätzchen mit Schokolade innen drin. Genau, und das geht so. Ihr braucht dazu Eierplätzchen, diese Kekse, die gibt es überall. Fake Nutella, nein, Spaß, es kann auch einfach irgendwelche Schokolade sein, Nutella oder solche. Dann macht ihr das zu. Einmal drücken. Dann braucht ihr eine kleine Schüssel Milch. Da tunkt ihr das so rein. Einmal ganz kurz. Und ihr braucht noch Kokosraspeln. Und dann könnt ihr das hier drin auch noch mal so wälzen. Und fertig. Das ist ja ganz einfach. Möchtest du mal probieren? Oh ja. Na dann bitte. Na hier. Das sieht ziemlich lecker aus, Leute. Guck mal. Ja, Ursula, bleibt uns am Ende der Sendung nichts anderes übrig, als aufs Wetter zu schauen, oder? Genau. Oh, Moment. Oh. Er krank. Was machen wir denn da? Einfach aus dem Fenster schauen, würde ich sagen. Genau, wir wünschen ein wunderschönes Wochenende und sehen uns nächste Woche wieder zur selben Sendezeit. Nein? Ja, und Daumen hoch nicht vergessen. Guten Abend. Unsere Themen heute sind: Tiger ist aus dem Berliner Zoo geflohen, wurde in einer Kreuzberger Grundschule gesichtet. Ja, hallo, heute lernen wir die Dagmar ein bisschen näher kennen. Wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet. Zum Beispiel. Wie heißt das? Gar nicht aufgenommen, Entschuldigung. Hallo Kinder, heute lernen wir die Dagmar heute ein bisschen näher kennen. Was sind deine. Und jetzt das Jens Niederl-Journal mit Ursula Schmidt und Abderrahman el-Malek.
3, 2, 1. Hallo, ihr seid auf Sendung. Oh, Moment. Wo waren wir denn? Ursula. Ja. Moment. Wo waren wir denn?